Oh, wir haben noch einen Brief. Ist noch jemand gestorben? Weil jedes Dorf eine Ursula braucht. Macht der denn da? Novi, geht's dir gut? Was hat Novi da gerade gemacht? Ich habe im Schnee gelegen. Wir haben... Oh, ich habe eine neue Funktion gefunden. Da habe ich noch nie drauf geklickt. Wir haben Vachi, Invada, Turak, Miranda, Obi-Wan, Novi, Ursula, Dominik, Natascha und Jordan. Du schaffst das schon mit dem Chaos. Ja, spätestens, wenn der Puffer weg ist. Benenne die anderen doch um. Aber dann können wir uns nicht mehr über Ursula witzig machen, weil es dann keine Ursula mehr gibt. Ursula. Ursula darf jetzt mal kurz hier, damit wir mal weiterkommen, Stoffe machen. Go, Ursula. Sorg dafür, dass wir unser Gemeindezentrum kriegen. Ja, Post. Oh, ich hab Post. Wartet. Ursula erfror. Upsi. Wir haben die erste verloren. Ja, die hat doch die Stoffe gemacht, beziehungsweise sollte sie. Ja, hat sie auch. Ursula, jetzt müssen wir da wieder einen reinpacken. Wen nehmen wir jetzt? Nehmen wir Natascha. Vielleicht kriegt Natascha das hin, uns die Stoffe zu machen. Okay, wir haben im ersten Winter doch eine zu beklagen. Die Ursula ist gestorben. Shit. Leben ist schon hart. Ja, vor allem, wenn man von Wurzeln sich ernähren muss. Mensch, Ursula. Ursula, oh Ursula. Warum denn nur, du Ursula? Ja, hätte nicht mehr lange warten müssen, dann hättest du es in den Frühling geschafft. Oh, wir haben noch einen Brief. Ist noch jemand gestorben? So weit sind wir also gekommen. Es war nicht immer einfach. Und manche Dinge vermisst man aus den entwickelten Regionen schmerzlich, vor allem im Winter. Ja, die Ursula. Was macht denn Natascha? Arbeitet die noch woanders? Minus. So, Natascha, geh Stoffe machen. Jetzt macht Natascha Stoffe. Okay, jetzt geht's. Ja, wir haben noch einen Stoff gekriegt. Wie viele fehlen noch? 7. 3 hatten wir jetzt schon. Und dein Sägeplatz sammelt eigentlich das Holz? Nee, der Sägeplatz macht Bretter. Sägeplatz macht Bretter und der Forstplatz sammelt das Holz. 6. Okay, wir kriegen langsam Tempo rein. Das finde ich gut. Glaub mir, mit mehr Bewohnern geht es dann auch schneller voran. Dieses erste Jahr oder die ersten 2 Jahre sind immer so die schwersten. Noch zwei! Noch zwei, dann haben wir es geschafft. Ja, natürlich. Yahoo! Updated! Okay, jetzt machen wir ein bisschen Tempo runter. Immigration. Wir haben die Nachricht erhalten, dass möglicherweise Personen zu uns ziehen würden. Sie warten nur auf unsere Bestätigung. Freie Wohnung annehmen. Ja. Okay. Problem ist, wir haben jetzt nicht genug Hütten. Das heißt, erstmal Wohnraum. Ohne Wohnraum nicht los. Wir sind jetzt 11 Leute. Wir haben Leute dazugekriegt. Rosine ist eingezogen und Neonetta. Willkommen bei uns. Was, Achtung. Hier ist das erste Kosovo-Fernsehen mit ihrer Tagesshow. Genau, da alle wichtigen Infos. Übrigens auch meine erste Kooperation, also meine erste richtige Koop mit. Ich stell mal was vor. Schaut knuffig aus. Ja, es wurde schon gesagt von den Entwicklern, dass die Grafik noch ein bisschen angepasst wird. Was aber an sich vom Stil her in diesem einfachen auch bleibt, was ich eigentlich ganz cool finde. Es gibt eine Twitch-Integration, das ist halt das mit den Zuschauern, dass ihr dann quasi einzieht und mit Befehlen dann die Figuren eine Stimmung zeigen lassen könnt. Hier, unser Gemeindezentrum, unser erster großer Meilenstein. Wir können jetzt unsere Expeditionen in andere Gebiete schicken und diplomatische Beziehungen mit anderen Gruppen aufnehmen. Dann können wir mit anderen Territorien über den Marktplatz Waren handeln. Ich denke aber, wir bauen uns erstmal noch weiter aus und wachsen erstmal, bevor wir noch mehr dahin investieren, Leute ins Nirvana zu schicken. Ein Weizenfeld. Weizen würde Sinn machen, aber habe ich jemanden, der das erntet? Das wachsende Getreide wird geerntet, gedroschen und ach so. Oh, wir haben noch plus ein in der Warteschleife. Wir haben noch nicht genug Schlafplätze. Oder? Oh, nee, guck mal, mögliche Integration. Freie Wohnungen 0. Wir nehmen ihn trotzdem auf. Wir haben ja Wohnungen im Bau. Green Bummel wohnt jetzt auch bei uns. Die nächste freie Wohnung gehört dir. Wir sind 11. Obdachlose vermeiden. Ja, wir haben jetzt 2 Obdachlose. Ich arbeite dran. Natascha arbeitet am Stoff. Fleißig, wie sie ist. Dann ist das Haus fertig. Setz Wachi raus, dann ist wieder Platz da. Oh.
Aber Vari wohnt mit den Vardar zusammen. Das muss Sven dann den Vardar entscheiden. Schaffen wir es, vorm Winter das Haus fertig zu haben? Da können dann, glaube ich, 4 drin wohnen. Noch ein Stoff, vor Winter wird. Go, go, go! Weil jedes Dorf eine Ursula braucht.